Hallo und herzlich willkommen, liebe Steinböcke, zu eurer Monatslegung für den Juni 2023 bei mir, bei eurer Crazy Owl. Diese Legung ist für alle, die den Steinbock als Standzeichen im Mond, Venus oder als Aszendent haben. Wie ihr wisst, ist diese Legung allgemein, das heißt, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Diese Legung ist zeitlos, auch wenn ich sie jetzt für den Juni definiert habe. Wenn dir die Legung zu einem späteren Zeitpunkt vor die Füße fällt, hat sie vielleicht eine wichtige Botschaft für dich im Gepäck. Wenn in diesen beiden Decks die Dame fällt, so bist du als mein Zuschauer immer die Dame. Dein Gegenüber wäre der Herr, egal ob du männlich oder weiblich bist. Und ich weise darauf hin, Rollen können vertauscht sein. Achte auch hier auf deine Stimmigkeit und dreh dir das entsprechend, wie es für dich resoniert. Du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung und wenn es nicht deine Legung ist, dann mach es bitte auch nicht zu deiner Legung. So, und wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel von Jean Ruland, dem Tarot Grand Lux von Ciro Marchetti, Erat Aliquando von Yonanda Latoura und dem Gilded Reverie Lenormand ebenfalls von Ciro Marchetti. Und selbstverständlich gibt's auch für euch, liebe Steinböcke, eine Faul-Rune dazu, die euch für diesen Monat begleitet. Infos zu den verwendeten Kartendecks und den Link zu unserem Shop mit den Runen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wilma ist natürlich auch am Start und jetzt gibt's noch einen Schluck Tee zur Stärkung und dann legen wir los mit eurer Legung. So, schauen wir mal, welches Krafttier begleitet denn euch, liebe Steinböcke, im Juni 2023? Sollte ich übrigens mal während der Legung die Monate verwechseln, lasst euch nicht irritieren. Wenn ich im Legen bin, ist die Zeit für mich fließend und relativ. Da kommen mir auch mal die Monate durcheinander, also lasst euch da nicht irritieren. So, welches Krafttier begleitet die Steinböcke im Juni 23? Den Lachs, Verjüngung. Du wirst immer mehr eins mit der Quelle deines Seins. Erfolg und neue erfüllende Aufgaben kündigen sich an. Wow, das klingt doch nach einer super schönen Energie, liebe Steinböcke. Da bin ich jetzt gespannt, was uns die weiteren Karten hier noch präsentieren. Schauen wir mal, was war, was ist. In welcher Energie starten die Steinböcke in den Juni? Was war, was ist? Da haben wir sie schon. Wir haben die Acht der Kelche. Okay. Also, die Acht der Kelche ist der Abschied schweren Herzens. Ihr habt irgendeine Situation oder auch Person hinter euch gelassen, auch wenn euch das emotional nicht leicht fiel und ihr vielleicht da schon auch klar Abschieds- oder Trennungsschmerz zu verkraften hattet oder habt, ist es aber dennoch so mit dem Lachs, dass wir haben hier ja die Verjüngung im Feld und vielleicht habt ihr euch schwer getan, diesen Abschied schweren Herzens wirklich durchzuziehen. Aber im Endeffekt werdet ihr vielleicht im Laufe des Monats Juni bemerken, dass es genau die richtige Entscheidung war, weil ihr wieder euch selbst näher und treu sein könnt. Schauen wir mal, was hier Erat Aliquando zu ergänzen hat. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Steinböcke in den Juni? Was war, was ist? Wir haben ja, wir haben die Nachtigall mit dem Abendlied der wahren Liebe. Wir haben die Nelke, Wolkenkuckucksheim und Geduld. So, ja, die Nachtigall, die Nelke, Wolkenkuckucksheim und Geduld. Jetzt schauen wir mal, was das Lenormand hier gleich noch ergänzen möchte. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Steinböcke in den Juni? So. Okay,
Also, da haben wir die Mäuse und den Baum. Okay, also wir haben den Abschied schweren Herzens. Und ich glaube, dieser Abschied hat wirklich damit zu tun, der fiel euch nicht leicht, aber es ging darum, ob ihr ein Ja zu euch selbst aussprechen könnt und den Mut dazu habt. Denn mit der Nachtigall und dem Abendlied der wahren Liebe ist es eben, also kommt bei mir jetzt als Botschaft an, dass ein Nein im Außen manchmal nötig ist, damit ihr ein Ja zu euch selbst aussprechen könnt. Und dieses Ja zu euch selbst war eine sehr, sehr herausfordernde Erfahrung für euch, das glaube ich auf jeden Fall. Entschuldigung. Denn mit der Nelke habt ihr, glaube ich, schon eine Situation oder Person verlassen, die für euch eine ziemliche Anziehungskraft hatte. Aber es war halt leider so, dass eure eigene Harmonie vielleicht darunter gelitten hat. Vielleicht war das, also ob das jetzt die Arbeit angeht, ne, dass ihr eine Arbeit gern gemacht habt, aber irgendwie nicht die Wertschätzung erhalten habt, die es eigentlich benötigt hätte, oder ob ihr in einer Verbindung wart, wo ihr vielleicht euch immer mehr auf euer Gegenüber eingestellt habt, eure eigenen Bedürfnisse hinten angestellt habt, euch irgendwie selbst zurückgenommen habt, um diese Liebe irgendwie am Laufen zu halten. Und jetzt war vielleicht auch ein Stück weit wirklich euer Akku leer und es war einfach an der Zeit, dass ihr euer Ja zu euch selbst aussprecht, um hier wieder in Harmonie mit euch selbst zu kommen, mit der Nelke. Ihr habt euch vielleicht auch lange Zeit mit dem Wolkenkuckucksheim und der Nelke vorgemacht, dass die Verbindung oder diese Position, in der ihr wart, oder die Situation, in der ihr wart, dass das schon alles passt, ne? Das geht ja, wir haben ja die und die Vorteile, eigentlich geht's mir nicht so gut damit, aber wir haben ja, kennt ihr ja diese inneren Diskussionen. Und diese ganzen Illusionen, die euch hier begleitet haben, die haben sich jetzt eben gewandelt, denn Wolkenkuckucksheim ruft uns auch immer auf, von der Illusion zur Vision zu kommen. Und hier habt ihr mit der Geduld wirklich lang genug versucht, ein vielleicht, ich sag's jetzt einfach mal platt, es gibt dieses Sprichwort, ne, wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Und ihr habt vielleicht wirklich lange genug geduldig versucht, ein totes Pferd zu reiten. Und jetzt ist es halt einfach an der Zeit, für euch selbst gut zu sorgen, in eure Selbstharmonie zu kommen, eure Selbstliebe zu leben. Und dafür war natürlich, ist manchmal eben auch ein Nein im Außen nötig, um sich selbst zu schützen. So, und wir haben das schon, dass wir hier mit den Mäusen und dem Baum, dass ihr, na, wenn ich jetzt den Baum mal als gesundheitlich deute, dass ihr schon ein bisschen, eure Gesundheit so ein bisschen angenagt ist. Vielleicht seid ihr durch diese, wenn es jetzt beruflich war, einfach ausgepowert, habt wahnsinnig viel Arbeitskraft und Energie in diese Position gesteckt. Oder ihr seid nervlich ein bisschen angespannt, ne? Also es auf jeden Fall nagt etwas an euch und ihr seid aktuell dabei, eine neue Stabilität in euch erstmal finden zu dürfen. So, schauen wir mal. Was kommt denn auf die Steinböcke im Juni zu? Was kommt denn auf die Steinböcke zu? Da haben wir die zwei Stäbe. Okay. Die zwei Stäbe ist immer die Energie des am Scheideweg stehen. Ihr werdet also im Juni damit konfrontiert sein, dass ihr die Wahl habt, wie gehe ich mit der Situation um, welche Perspektive möchte ich einnehmen, gehe ich links oder gehe ich rechts. Das scheint mir so ein Monat zu sein, wo einfach eure Optionen reflektiert werden. Entschuldigung, hier ist gerade ein LKW unterwegs. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Ich mache mal ganz kurz die Balkontür zu. Moment. So, jetzt dürfte es ein bisschen besser sein, mit kurzer Unterbrechung. Also, ihr steht im Juni so ein bisschen am Scheideweg. Und mir kommt immer diese Frage durch, die euch vielleicht im Juni wirklich begleiten wird. Wie gehe ich mit der Situation um? Welchen Weg möchte ich weitergehen?
Und es ist vielleicht auch eine ganz gute Entscheidung, wenn ihr euch da noch nicht entscheidet. Ne? Denn auch sich nicht zu entscheiden ist eine Entscheidung. Denn ihr habt jetzt im Endeffekt Raum geschaffen. Ihr habt von irgendetwas Abschied genommen. Und immer wenn wir auch zu Hause, ne, wenn wir was entrümpeln und wir schaffen Raum, entsteht Platz in unserem Leben. Und vielleicht gilt es für euch im Juni wirklich erstmal diesen Platz wahrzunehmen und zu beobachten und dann wirklich bewusst zu entscheiden, mit was will ich diesen Raum denn füllen? Was möchte ich hier in mein Leben einladen? Schauen wir mal, was Erat Aliquando hier ergänzt zu den zwei Stäben. Was kommt auf die Steinböcke im Juni zu? Da haben wir den Kobold. Wir haben den Überfluss. Wir haben das Schneeglöckchen. Den Mangel und den Storch. Okay. Jetzt schauen wir mal, was das Lenormand hier noch ergänzt. Das hat sich wieder umgedreht. So, eine haben wir schon, eine würde ich noch nehmen. Also gut, dann nehmen wir zwei. Wir haben den Stern, das Kreuz und die Lilien. Okay, gut. Also, ich habe ja gesagt, ihr seid am Scheideweg und ihr habt mit diesem Abschied schweren Herzens, habt ihr ein Stück weit Raum geschaffen und steht jetzt am Scheideweg, wo sich mit den zwei der Stäben auch neue Wege eröffnen. Im Juni kommt auf euch zu, dass ihr die Nase voll habt davon, von mit dem Kobold und Überfluss, ne, habt ihr die Nase voll davon, von Menschen, die euch eurer Lebensenergie berauben. Der Kobold ist eine Energie, die dir wichtige Herzensangelegenheiten rauben möchte, so Herzensschätze, die du in dir trägst. Und ich habe das Gefühl, ihr habt hier von einer Verbindung Abschied genommen oder aus einer Situation euch verabschiedet, wo ihr immer die treibende Kraft wart, wo ihr lange versucht habt, aus der Liebe heraus, aus einem positiven Blickwinkel, euch Dinge immer wieder schön zu reden, geduldig gewartet habt, dass die Situation sich verbessert und dass da Geschenke geliefert werden. Und es war aber nicht so. Und letztendlich hat es an eurer eigenen Substanz genagt. Jetzt habt ihr Raum geschaffen. Da entstehen neue, da entsteht natürlich jetzt neuer Raum für euch, ja. Und ihr seid es wirklich überdrüssig von irgendwie mit so einer egomanen Energie konfrontiert zu sein, wo Leute einfach nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, wo ihr der Retter sein müsst, weil sie ihr eigenes Leben vielleicht nicht auf die Reihe kriegen oder. Also das ist so dieses, dieses Überdrüssigsein, immer für andere, ja, sich verantwortlich zu fühlen. So kommt mir da ein Stück weit das durch. Ne? Und hier ist mit dem Schneeglöckchen als zentrale Karte, ist es schon so, dass ihr merkt, ja, okay, da ist jetzt, ich habe diese Entscheidung jetzt getroffen, ich habe mich verabschiedet und hier wächst jetzt so ein zartes Pflänzchen mit dem Schneeglöckchen. Das ist auch so eine Neubeginnsenergie, aber die ist noch sehr zaghaft, sehr verletzlich vielleicht auch. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ihr habt jetzt Raum geschaffen. Überlegt euch gut, mit was ihr diesen Raum füllen wollt. Ja, lasst euch vielleicht auch Zeit, um erstmal diesen Raum wahrzunehmen und gut zu überlegen, mit was ihr ihn füllen wollt. Was auf euch zukommt, ist, dass euch vielleicht ein bisschen
Die Geduld fehlt zum Ausbrüten. Denn wir haben hier den Mangel und wir haben den Storch. Und bei dem Storch geht es nicht um die positive Veränderung wie im Lenormand, sondern bei dieser Storchkarte im Erat Aliquando geht es darum, dass hier noch Eier sind, welche ausgebrütet werden wollen. Und ihr seid hier vielleicht ein bisschen ungeduldig. Ja, weil dieses, oder vielleicht habt ihr auch einfach schon wieder zu viel Neues, was ihr jetzt, weil ihr Raum geschaffen habt, noch weiter verändern wollt. Also achtet darauf, dass ihr euch auch Zeit nehmt, wirklich hier darüber zu brüten, wie der Neuanfang sich für euch gestalten soll. Das Lenormand bringt den Stern, das Kreuz und die Lilien. So. Der Stern steht für Anerkennung, steht für Spiritualität, steht für viele. Das Kreuz steht für schicksalhaft, für Karma. Und das ist auch diese zwei Stäbe, ne, am Scheideweg stehen. Also ihr seid hier schon am Scheideweg und wie ihr jetzt weitermachen wollt. Und mit den Lilien geht es darum, wirklich auf eure eigene Harmonie und auf Zeichen auch zu achten mit dem Stern. Diese Entscheidungen, die ihr jetzt trefft, sind mit dem Kreuz wirklich schicksalhaft. Seid euch also wirklich klar darum, ihr habt mit dem Lachs die Energie der Verjüngung im Feld. Ja, du wirst immer mehr eins mit der Quelle deines Seins. Erfolg und neue erfüllende Aufgaben kündigen sich an. Ja, das tun sie. Es ist aber schicksalhaft, dass du diese neuen Aufgaben wirklich aus deiner inneren Harmonie und deiner Intuition folgend mit dem Stern hier wählst. So, schauen wir mal, was ist denn der Tipp des Universums für die Steinböcke? Der Tipp des Universums für die Steinböcke für Juni. Was haben wir denn da? Da haben wir es ja. Gut. So, wir haben den Ritter der Kelche. Okay. Der Ritter der Kelche, der bringt ja den Impuls der Gefühle, die Stimmung der Gefühle. Der Tipp des Universums ist, nehmt euch wirklich Zeit zu fühlen. Damit du eins mit der Quelle deines Seins werden kannst, darfst du und solltest du ins Gefühl gehen und wirklich auch reflektieren, was ist mein Gefühl, wo kommt vielleicht ein Gefühl in mir hoch aus vermeintlich falsch verstandener ich bin verantwortlich für Gedanken. Also wirklich auf euer eigenes Gefühl zu lauschen. Schauen wir mal, was hier Erat Aliquando noch ergänzt. Eine haben wir schon. Und ich sehe schon, ich muss hier wieder ein bisschen rutschen. Margit und ihr Platzthema. So. 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 Ein Stück geht noch. Zip. Zip. So. Okay. Also. Der Ritter der Kelche. Wir haben die Fee. Tipp des Universums. Was haben wir noch, Erat Aliquando? Was gibt's noch zu ergänzen für die Steinböcke? Den Zauberknoten. Die Schmiede. Die Maus. Sehr gut. So, schauen wir mal, was das Lenormand hier gleich noch ergänzt. Die Fische und die Dame. Okay. So, meine Lieben. Also, ihr solltet auf euer eigenes Gefühl hören, denn
Der Tipp des Universums ist, es gibt in eurem Leben mit der schwarzen Fee eine manipulative Energie, vielleicht auch eine Neidenergie, mit der ihr eng verbunden seid. Und mit dem Ritter der Kelche, diese Situation, in der ihr wart, ne, wo ihr den Abschied schweren Herzens jetzt geschafft habt, wo ihr vielleicht immer der Fels in der Brandung wart, immer Verständnis, Geduld gehabt habt, euch die Dinge schön geredet habt, damit es weitergeht und geduldig ausgeharrt und gelitten habt, bis es an eurer eigenen Substanz genagt hat, liebe Steinböcke. Ja, jetzt seid ihr dieser ausnützenden Energie echt überdrüssig und es mangelt euch auch noch an Kraft, diesen zarten Neuanfang mit dem Schneeglöckchen hier kraftvoll zu verfolgen. Ihr braucht erstmal ein bisschen Zeit, dass eure Wurzeln sich wieder festigen, dass ihr standfester werdet und wirklich aus eurer inneren Harmonie heraus entscheidet. Tipp des Universums ist, hört auf euer Gefühl. Und lasst euch nicht zurückhalten von diesen alten Triggern. Wir haben hier mit dieser Fee und diesem Trollknoten, ne? Der Trollknoten ist ja auch der Hinweis oft auf Seelenverbindungen, auf Verbindungen, die eben untrennbar sind, Absprachen in Liebe beinhalten und von einer höheren Warte aus wirken. Und hier habe ich aber als Tipp des Universums den Ritter der Kelche. Das heißt, es gibt ein Gefühl in euch, was euch aus falschen Beweggründen immer wieder an so Seelenverbindungsenergien bindet. Also irgendwie so ein falsches, vielleicht ist es ein falsches Kindheitserlebnis, wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst immer noch mal eine Schippe draufgeben und eine Schippe mehr geben als alle anderen, weil das hier ja eine ganz besondere Verbindung ist. Und das ist aber ein Irrglaube. Hier gibt es einen Irrglauben in euch und der wurde mit der Schmiede, glaube ich, wirklich schon vor langer Zeit geschmiedet. Also wenn ihr irgendwie energetisch arbeitet oder jemanden habt an eurer Seite, der energetisch arbeitet, wäre das vielleicht ein Impuls, hier hinzuschauen. Ja, mit dem Schmied, das ist der Schmied ist in der schamanischen Weltsicht der Hüter der Verbindungen in der Anderswelt. Vielleicht steht hier eine Reise zum Schmied an, damit dieser eben mal schaut, welche Verbindung zieht denn hier immer noch und lässt diesen Irrglauben, erhält diesen Irrglauben in euch aufrecht, dass ihr die Retter seid für andere oder Verantwortung übernehmen müsst für andere oder. Irgendwie sowas. Hier ist ein Thema von falsch verstandener Verantwortung. Und wenn du dieses lösen kannst, ja, kommst du eben viel, viel mehr in deine eigene Kraft. Das muss jetzt auch nicht unbedingt eine Schmiedreise sein, das war einfach ein Impuls, der bei mir ankam. Wenn du selbst irgendwie einen Impuls hast, dass du da ein Ritual machen möchtest, um eben wirklich dein Eisen zu schmieden und dein Feuer zu hüten, ist auch das okay. Mit der Maus wirst du auf jeden Fall eine Lösung finden, denn die Maus findet immer einen Weg. Und es ist wirklich als Tipp des Universums deine Aufgabe, ich muss wieder ein Bikini basteln für die Brust der Dame, denn sind die Fische gefallen und die Dame noch als Tipp des Universums. Es geht wirklich darum, wieder in den Fluss mit dir selbst zu kommen. Ne? Wie der Lachs sagt, du wirst immer mehr eins mit der Quelle. Du wirst im Laufe dieses Monats erfahren, dass du wieder mehr bei dir selbst ankommst. Auch wenn der Abschied schweren Herzens war und du jetzt an einem Scheideweg und in einer Situation bist, wo sich dein Umfeld neu sortiert, du dich neu sortierst, ist es im Endeffekt alles für dich arrangiert, dass du wieder mehr bei dir ankommst, mit den Fischen mehr in den Fluss von deiner Energie, von deinem Sein kommst und auch hier wirklich die Dame, die mit dem offenen Herzchakra ist gefallen, hier wirklich auf dein Herz zu hören, ja, und dann auch
deinem Weg, deinem Herzensweg zu folgen. Wie geht's weiter, wenn du das tust? Wenn du das tust, kommt hier mit dem Wagen im Weiteren, große Arkana, ne, der Wagen, da geht's vorwärts. Der Wagen ist die schnellste Karte im Tarot und es geht hier vorwärts. Hier kommen mit dem Ass der Stäbe, kommt eine wirklich leidenschaftliche, kreative, temperamentvolle Chance auf dich zu, ja, die einfach dir auch wirklich wieder so, ja, so dieses Lebensfeuer neu entfacht. Und du wirst hier mit dem Wolf auch und dem Dachs hier, wirst du auch Abhängigkeiten heilen. Ja, denn der Wolf steht auch immer so ein bisschen für Süchte und er steht auch dafür für Führerschaft. Also mir kommt hier so rein, du wirst deine eigene Wahrnehmung heilen, was deine Führungsenergie angeht. Ja, dass du wirklich der Boss in deinem Leben bist mit dem Wolf. Und hier geht es um ganz viel Kommunikation, überraschende Nachrichten, die dich erreichen, positive Zeichen, vielleicht auch, also es gibt auf jeden Fall erfreuliche Nachrichten für dich, die dich dann weiter darin bestärken und dich weiterführen auf deinem Weg. Also die Energie, wenn du hier diese, ne, dieser Monat Juni ist ja so ein bisschen von so einem Innehalten, Reflektieren, sich neu sortieren geprägt. Wenn dieses Sortieren aber abgeschlossen ist, geht es mit dem Wagen wirklich volle Kraft voraus. Schauen wir mal, welche Rune begleitet denn die Steinböcke im Juni? Welche Rune? Da haben wir sie. Auch da kommt die Bewegung. Schau mal, die Ewas. Das ist das Pferd. Die Ewas spricht auch von der Begegnung. Und was es, glaube ich, bei dir auch zu heilen gilt, ist eben, dass diese Begegnung, man könnte diese Ewas in der Mitte teilen und wir hätten zweimal die, also wir hätten die gespiegelte Lagos, das Gefühl, das Wasser, welches aber auf Augenhöhe fließt. Und ich glaube, die Situation, in der du bisher warst, ist eben nicht so, dass hier die Gefühle auf Augenhöhe geflossen sind. Und wenn du erkennst, dass es dir das wert ist, dass du dir das wert bist, dass du das auch verdient hast, dass Gefühle auf Augenhöhe fließen, dann ist eben die Ewas als Pferd auch die Bewegung und die Begegnung und dann geht es wirklich volle Kraft voraus. Ja, meine lieben Steinböcke, das war eure Legung für den Juni 2023. Ich freue mich auf eure Likes, Abos, Feedbacks, Kommentare und wenn ihr meine Videos teilt. Ich wünsche euch einen zauberhaften Juni, fühlt euch umärmelt und gedrückt und ich sage bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.